Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute werden wir uns wieder mit der Linux-Distribution Backtrack beschäftigen und werden damit einen kleinen Virus erstellen lassen, mit Hilfe des Tools Metasploit. Genau, dazu gleich mehr. Wir starten natürlich erstmal unsere Linux-Distribution, wie auch immer. Ihr könnt das ja auf eurem Laptop machen oder wie auch immer, oder wo ihr die installiert habt, vielleicht habt ihr es ja auch in einer, als virtuelle Maschine installiert, wie ich. Ja, der bootet erstmal schön. Der Virus wird dann, was ich gleich mal ankündigen kann, jedoch erstmal von Antivirenprogrammen gefunden, was ich aber nach meinen nächsten Tutorials ändern wird, denn ich werde euch dann zeigen, wie ihr den Virus stealtht, sodass der nur noch von ganz wenigen Virenprogrammen erkannt wird. Also der wird dann beispielsweise nicht mehr erkannt von, ich glaube, also Avira wird er nicht mehr erkannt, dann von AVG wird er auch nicht mehr erkannt und dann noch eine andere Reihe, also da gibt es noch beispielsweise Authentium oder Bitdefender, ClemAV, was gibt's noch? eTrust noch, Icarus, dann Microsoft, ich glaube, damit ist MSE gemeint. Naja, also kann ich euch dann ja nochmal sagen. Jetzt starten wir unsere Oberfläche mit StartX. So, sind hier drin. Jetzt, ja, jetzt werden wir noch erstmal die Shell öffnen. So, hier geben wir erstmal CD ein, weil wir in einen anderen Path rein müssen. Ach, na Quatsch, ich muss erstmal auf deutsche Tastatur. Rechtsklick, Germany. So, jetzt CD. Ach, leck mich. So, CD, Freizeichen, slash, Pentest, slash, Exploits, slash, Framework 3. So, jetzt sind wir in dem Ordner hier drin, in Framework 3. Und geben folgendes ein. Punkt, slash, MSF, Payload, Freizeichen, Windows, slash, Shell, unterstrich, Bind, unterstrich, TCP, Freizeichen, L-Port, groß geschrieben, gleich 2482, Freizeichen, großes X, Freizeichen, größer als, Freizeichen und dann den Path, wo wir unseren Virus jetzt speichern wollen. Ich will ihn in das Temp-Verzeichnis reinspielen und nenne ihn einfach mal Listener.exe. So. Bla bla bla, da erstellt es für uns den hübschen Virus. Sagt hier, dass er erfolgreich erstellt wurde. Und lauscht jetzt praktisch auf diesem Port hier. Jetzt können wir nochmal gucken, ob der Virus auch da ist. Gehen wir einfach mal hier hin. Geben ein CD. Dann das. TMP. Also slash TMP slash. Also slash TMP, ja richtig. Und dann gehen wir mal auf dir. Und sehen hier Listener.exe drin. Das heißt, die Datei wurde erfolgreich erstellt. So, jetzt werden wir mal schnell unser Network starten und ins Internet gehen. Um hier auf die Seite Zippy Share zu gehen. Ja, ihr könnt auch irgendeine nehmen oder mit dem Stick. Ach Quatsch, nicht DE, oh, ich bin doof. Komm. Ihr könnt auch mit dem Stick kommen. Aber ich lade es hier hoch, weil es einfacher ist. Da müsst ihr aber noch auf allowzippyshare.com gehen, damit ihr diese Zeile so angezeigt wird. Dann drückt ihr einfach auf Browse. So, dann gehen wir in unser TMP-Verzeichnis, drücken Doppelklick auf unseren Listener und drücken auf Start Upload. So, da unser Virus ja noch von allen Antivirenprogrammen, was waren jetzt verschoben, hier ist er,
zum Link. Hier ist der Link. Da unser Antivirusprogramm unseren Virus ja noch erkennt, müssen wir jetzt auf unserem Windows-System, auf das wir jetzt switchen, erstmal das Virusprogramm ausstellen. Das wäre bei mir Avira meine ich, deaktivieren. Ja, ich mag Antivira nicht, also ich mochte mehr AVG, aber da AVG jetzt so unsicher ist, benutze ich eigentlich MSE. Zumindest auf meinem Laptop. Und hier war ich ja zu faul zu wechseln. So, jetzt werden wir hier mal diesen hübschen Link eingeben. com/338660690. So, /file.html. Enter und haben hier die Datei Listener.exe. Genau. Also jetzt habe ich es einfach von meinem Linux-System auf meinem Windows-System rübergebracht. Jetzt speichere ich es mal auf dem Desktop. Speichern. So, und da oben, da ist er schon. Genau. So, jetzt werden wir hier mal das Internet schließen. Gehen wieder in unsere Shell. Nummer 1. So, jetzt öffnen wir auf unserem Windows-System die Listener-Exe. Und es passiert für das ungeschulte Auge erstmal gar nichts. Das bleibt auch so. Bis wir in den Task-Manager gehen, indem wir den Task Listener.exe finden. Ja, schön. Wo sind wir denn? Da. Genau, der läuft hier, also im Hintergrund wird hier nichts angezeigt, es wird auch nichts in der Taskleiste, also in der Zeile hier angezeigt, keine Ahnung, wie heißt der Taskleiste, glaube ich. Naja, ich glaube, das ist ja alles, ist die Taskleiste. Ja, auch immer. Genau. So, jetzt ist der zweite Nachteil, neben dem Virus, der entdeckt wird, was wir aber noch beheben, dass wir die IP des Opfers wissen müssen, die ich ja ganz einfach kennen kann, weil ich ja das Opfer bin. Ich bin das Opfer. Also gehen wir einfach mal in unser Windows-System, gehen auf Start und dann geben wir CMD ein oder ausführen und dann CMD und Enter und geben IP-Config ein. So, sehen hier unsere lokale IPv4-Adresse, also IP-Adresse. Genau, schließen es wieder, merken uns das und geben hier NC und dann unsere IP ein. 102.168.56.1 und dann Freizeichen und dann der Port, das wäre 2482 in meinem Fall. Drücke ich Enter und da bin ich in meinem hübschen System drin. Ja, so, was können wir jetzt machen? Wir können jetzt einfach mal hier auf meinem Desktop eine kleine TXT erstellen. So, was schreiben wir denn rein? Hey. Ah, deine Mama, 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 Mama. Okay, so speichern wir das. So, wartet kurz. Gleich fertig. So, was geben wir jetzt ein? Wir geben jetzt ein, achso, wir benennen das nochmal um in Mama. So, was können wir jetzt machen? Wir können jetzt einmal hier unseren Stamm anzeigen lassen mit Hilfe von dir. Sehen hier alles, was auf meinem Desktop ist. Und können demzufolge auch alles löschen. Suchen mal unsere Mama, TXT. Mama, TXT. Hier, sehen auch die Größe, wann es erstellt wurde. Ja, so, was können wir jetzt machen? Wir können jetzt Lesezeichen. Wartet, Mädels. Ja, wir werden jetzt einfach mal die Datei löschen. Mit Hilfe des Dingsbums Erase. Also geben Erase ein und dann mama.txt und gucken mal hier hin, drücken Enter und weg war sie. Genau, wir können natürlich auch in andere Pfade wechseln. Ja, das ist jetzt ein bisschen schief gelaufen. Naja, wir können auch in andere Pfade wechseln, beispielsweise in den C-Pfad. Oder
Ja, wir können eigentlich alles machen. Wir können auch die TXT-Dateien verändern. Da werde ich wahrscheinlich nochmal ein kleines Tutorial über die Grundkommandos von Linux machen. Also Linux Backtrack speziell. Aber die wirken eigentlich für alle. Genau. Das war schon mal ein kleines Tutorialchen. Wie ihr euch in einen anderen PC rein dingsbumst, in dem euer Opfer einfach eine Datei runterlädt und ihr dann seine IP wisst und dann könnt ihr da machen, was ihr wollt. Genau. Ja, dann hoffe ich, es hat euch was gebracht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.